Willkommen zurück zu Modern Warfare. Ach, wir haben die Sniper ein bisschen hinter uns. Die hat mich länger gebraucht, gedauert, also die hat länger für mich gedauert, als ich gedacht hätte. Aber gut, jetzt geht's weiter. Alles hat es tot. Wir müssen hier erstmal die Position verteidigen, weil Ihr wir Gegenangriff sitzen hier steht noch rum. unmittelbar Mit bevor. Soap. Ausschwärmen und in den südlichen Bereich schützen. Sie kommen jetzt langsam den Berg hinauf, Sir. Sagen Sie wann? Wir haben MG und Sniper Rifle, das sollte zu verteidigen ganz gut sein. Schauen wir mal. Etwas sehen? Nicht viel Bewegung auf der Straße. Sie könnten nach Westen gehen. Sie nehmen unsere Position mit Mörsern ins Visier. Zurückziehen! Okay, so. Die Minigun und die westliche Flanke sichern. Los! Zwei, alle zurück. Drei, in Bewegung. Vier, drei. Zwei ist im entfernteren östlichen Gebäude. Die östliche Straße ist gesperrt. Minigun sichern. Es wird Zeit für ein wenig Minigun-Zärtlichkeit. Bedauerlich, aber okay. Was sein muss, muss sein, ne? So, wir ziehen uns zur nächsten Linie zurück. Na los, Bewegung! Sonst bleibt ihr zurück! So, die Zünder! Vier davon sind in der Taverne. Bewegung! Der letzte Zünder. Oberhalb ist gar nicht unten. Okay. Aha. Los, los! Ich laufe doch schon so schnell ich kann.
sollte mein Befehl ausführen. Welche Scheune? Die hier? Oder die andere? Die andere. Ein Haupthaus anscheinend, nicht eine Scheune. Wenn das auch eine Scheune ist. So, die Javelin ist in der Scheune. Los, los! Ja, ich suche schon. Ganz aufgeregt. Da. Das Ding kommt. Gehört ihr zu uns? Ich will's hoffen. Bravo 6, hier Falcon 1. Wir können Luftunterstützung geben. Over. Sehr, sehr gut. Bravo 6, hier Griffin 2-7. Wir sind eben in den aserbaidschanischen Luftraum eingedrungen. Ankunft in 4 Minuten. Bereit machen zur Aufnahme. Bravo 6, die Landezone ist zu heiß. Wir können da nicht landen. Wiederhole. Können nicht am Bauernhof landen. Hier sind überall Raketenstellungen. Na, sensationell. Und wo werden die dann landen? Um zu verstärken. Wir empfangen viele feindliche Radarsignale. Wir versuchen näher am Fuße des Hügels zu landen, um nicht erfasst zu werden. Ziel bestätigt. Bereit für Luftschlag. Spinnt der? Wir haben uns den Arsch aufgerissen, um zur Landezone zu kommen. Und jetzt kommen wir den ganzen Weg zurück? Da ist es, Chef. Wir müssen zur neuen Landezone am Fuß des Hügels gelangen. Jetzt! So, voraus! Los! Das wird übel. Was? Zwei Granaten! Bravo 6, wir kommen ganz niedrig vom Südkrieg und treiben. Triff ihn noch jemand! Irgendjemand! Ja, ich bin tot. Ich dachte, ich soll chargen, die gibt mir Deckung, aber nix. Nix war. Gar nix. Naja, nochmal ein Luftangriff, glaube ich, da drauf wäre sicherer gewesen. Bereit für Luftschlag. Oh, den P90. Die kann ich gebrauchen. Bravo 6, wir kommen ganz niedrig vom Süden nach dem Schuss rein. Begebt euch Front und zur Landezone Foxtrot am Fuß des Hügels. Ende. Verstanden, 2-7. Alle Mann zur Landezone. Das ist unsere letzte Chance. Bewegung! Diese scheiß Granaten. Da ist. Ohne Luftdeckung haben wir keine Chance durchzukommen. Komm schon, bald euch. Ich habe das Gefühl, gerade völlig alleine zu stehen, ganz ehrlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir nicht mal Deckung gibt. Aber ich glaube, der Weg, den ich gerade gefunden habe, ist sicherer und besser. Nein, nein, ich würde lieber die P90 wieder haben, wenn sie noch liegt. Egal. Bravo 6, wir kommen ganz niedrig vom Süden über den Fluss rein. Begebt euch pronto zur Landezone Foxtrot am Fuß des Hügels. Ziel bestätigt. Bereit für Luftschlag. Ach komm. Bin ich jetzt meinen eigenen Luftschlag reingelaufen? Ich glaub schon.
Wird immer besser. Bleibt ein Pech und Bann. Folge 500 oder so. Roger, wir kommen sofort. Bravo 6, wir kommen ganz in die Richtung zum Blindfluss rein. Begibt euch vor uns zur Landezone Foxtrot am Fuß des Hügels. Ende. Verstanden, 2-7. Alle Mann zur Landezone. Das ist unsere letzte Chance. Bewegung. Ziel bestätigt. Bereit für Luftschlag. Roger, bereit für Luftschlag. Hä? Wieso wurde von da beschossen? Ganz ehrlich. Kann uns jemand erklären, warum ich dann da gerade beschossen wurde? Weird. Oh Gott, das war ein Fehler. Bravo 6, wir sind gleich da, haben aber kaum noch Sprit. Ihr habt vielleicht 3 Minuten, bis wir abdrehen. Mit oder ohne euch, Jungs. Over. Die lassen uns hier zurück. Wir müssen sofort zur Landezone. Ruft dann einfach Kirche. Roger, wir kommen sofort. Da muss es sowieso jetzt sein, deswegen. Wo ist denn lang? Ja, schön, dass hier überall noch diese scheiß Barrikaden sind und ich weiß, wo der Hügel runter geht. Das ist das Problem. An welcher Stelle genau soll ich runter? Hier? Okay. Oh Gott. Luftangriff nochmal. Roger, bereit für Luftschlag. 90 Sekunden bis zum Start. Ja, aber ich will erst den Luftangriff kommen lassen, sonst komme ich dann nicht durch. Geht's. Das ist der Heli. Wo ist der Rest von Flüssigkeit? Eine Minute bis Reserve. Ziel bestätigt. Bereit für Luftschlag. Heute kommt. Gehört, ihr Jungs braucht ein Taxi! An Bord! Alles an Bord! Los! Los okay. Geht's! Los geht's! Ein Mann aus Stahl. Okay, wir sind alle an Bord! Los, los! Okay, wir sind raus hier. Faceplate, hier Griffin 2-7. Wir haben sie und kehren zurück. Ende. Okay, geschafft. Das war ein sehr chaotischer durchzubrechen, aber wenn man den Weg kennt, ist es leichter, ne? Den Weg nicht zu kennen, macht es schwer. Gut, gehen wir noch in die nächste Mission rein. Die machen ja die Folge jetzt ein bisschen länger wieder. 20 Minuten sollten ja schon anstrebbar sein. Joint Operation, SAS und wir haben den verdammten Bastard. Aber er ist nicht für den Tod der Marines verantwortlich. Tut mir leid, Kumpel. Imran Sakaev, ja? Der Mann ist ein Gespenst. Er soll untergetaucht sein. Und trotzdem finden wir ihn. Ich bin ganz Ohr. Ganz der Papa. Sakaevs Sohn, Commander der Ultranationalisten im Kampf. Auch faule Äpfel fallen nicht weit vom Stamm. Der Loyalist Kamarov weiß, wo sich der Junge aufhält. Und der Kleine weiß, wie wir Sakaev finden. Die Sünden unserer Väter. Ist das nicht scheiße?
Schieß mit, Kamarov. Das könnte klappen. Vulture 1-6, wir sind in Position. Bravo 6, Vulture 1-6 hier. Störsender aktiv. Angriffserlaubnis auf die Wachstation erteilt. Ende. So, klettern Sie auf den Müllcontainer und machen Sie sich bereit, die Wachen im Turm auf mein Zeichen auszuschalten. Der Rest folgt mir. Ach so, der. Die Wachen da. Ich warte aufs Zeichen. So, erledigen Sie sie jetzt. Los, los, los! Feuer! Viel ist nicht mehr, glaube ich. Ich gehe rein. Okay, was ist das denn für ein Glas da? So ein Panzerglas da oder so? Alles klar, sehen wir uns mal um. Zieht die feindlichen Klamotten an und löscht die Feuer. Kamarov, ich brauche Ihre Männer am Boden, falls die Fahrer anfangen, Fragen zu stellen. Beschäftigen Sie sie, bis wir Sakajews Sohn gefunden haben. Wir haben nicht viel Zeit, also los. Also los. 2 Stunden später. Mann, du siehst echt albern aus in dem Outfit. Gut, dass du hier oben bist. Du siehst so gar nicht aus wie ein Russe. Bravo 6, hier Watcher 1-6. Verfolgen einen feindlichen Konvoi, der auf euch zukommt. Ich zähle 6 Fahrzeuge. Over. Verstanden. Niemand schießt, bevor ich den Befehl dazu gebe. Okay, so mit auf den Fahrzeugen wäre das MG wirklich nicht schlecht. Wo ist das MG geblieben? Da. Wir haben Panzer, okay, Sir. Sir, ich habe das Ziel im dritten Wagen im Visier. Ich laufe gerade daran vorbei. Verstanden, alle Jeeps bereit. Das Ziel ist im Jeep vor dem BMP. Wir müssen ihn lebend kriegen, also Vorsicht beim Feuern. Warten. Wer kümmert sich um die BMGs? Ausräuchern. Fährt erstmal in den Turm rein mit seinem Jeep. Da ist er. Das Zielversuch wird kommen! So, nehmen Sie sich Quicks und verfolgen Sie den Kerl. Wir kümmern uns um die feindliche Verstärkung. Bravo Team, hier Vulture 1-6. Verfolge das Ziel. Verdammt, der Typ ist scheiß schnell. Okay, er verlässt den Schrottplatz in Richtung Norden. Vulture, Junge! Schnappt ihn euch! Los, los! Okay, das Ziel bewegt sich. Nach Norden, zu den Außenbezirken der Stadt. Hab ihn gesehen. Der Typ ist scheiß schnell. Er darf nicht entkommen. Vorsicht, in diesem Gebiet wimmelt es vor feindlichen Verbänden.
nicht erschießen, ne? Scheiße. So, Verbündete auf 6 Uhr. Ich darf nicht auf ihn schießen, da steht er, aber ich muss selektiv sein. Wie die Gegner mal gar nicht beendet werden, ist so dermaßen. Sie alle. Bewegung auf den Dächern. Aktivität auf den Dächern. Verstanden. Wow, Aufklärungsdaten. 4 von 30. Ich will gar nicht wissen, wie viele schon liegen lassen, aber egal. Einer ist hinter der umgekippten Mülltonne. Feind bei der Mülltonne. Verstanden. Danke. Feinde nähern sich. Verbündete auf der linken Seite. Walcher 1-6, wir stehen unter Beschuss durch eine befestigte Position im vierten Stock. Verstanden, das Erdgeschoss ist sicher, bereithalten. Was zum... Auch nicht für so ein dummes Auto. Ich erschrecke mich immer, wenn ein dummer Auto stirbt, die man nicht bedenkt. Oh, ärgerlich. Lief gerade so schön. Feinde nähern sich über den Parkplatz, dem fünfstöckigen Gebäude. Walcher 1-6, wir stehen unter Beschuss durch eine befestigte Position im vierten Stock. Verstanden, das Erdgeschoss ist sicher, bereithalten. Fünfstöckigen Gebäudes gesichtet. So nicht, mein Freund. Ziel bewegt sich im nordöstlichen Teil des Gebäudes, im ersten Stock. Lebst immer noch, der ist schon tot. Check fest. Hä? Okay. Ziel links von dir, eine Etage höher. Da ist ein Treppenhaus in der nördlichen Ecke. Zieht sie sich tiefer ins Gebäude zurück.
Okay, alle Ziele ausgeschaltet. Wir können weitergehen. Ach, Verbündeter, mein Gott. Wo kommst du denn her, Gerd? Bewegung auf dem Dach, bereithalten. Ja, ID positiv. Das Ziel ist auf dem Dach. Er gehört dir. Alles klar. Runter mit der Scheißwaffe! Runter! Ich kann ihm ins Bein schießen, Sir. Nein, nicht schießen! Das Risiko ist zu hoch! So, nehmen Sie die Waffe und halten Sie ihn auf! Runter damit! Es gibt kein Entkommen! Sofort so, runter! Halten Sie ihn auf! Sofort! Nein! Der Kleine hat ein paar Probleme. Baseplate, hier Bravo 6. Sakajews Sohn ist tot. Wir kommen nach Hause. Dammit. Ach, Scheiße. Sein Sohn war unsere einzige Spur, Sir. Vergiss es. Ich kenne den Mann. Er wird es nicht unbeantwortet lassen. Verschwinden wir. Uff. Gut, ich würde sagen, die Folge beenden wir. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.